Blumen machen Freude und Mut. Besonders in der aktuellen Corona-Krise, wo wir jetzt zu Hause bleiben, werden sie gerne an die Liebsten verschickt. Das spüren auch die Kurier vom Blumenhaus Viola und der Gärtnerei Bühler in Rotrist. Seit Tagen laufen die Telefone mit Blumenbestellungen heiss. Der Kurier Urs Mundwiler ist täglich in der Region Zofingen-Rotrist unterwegs und bringt Blumen an die Haustüren. Ja, man merkt schon, dass ein Krankentum ist, von den Leuten her auch. Sie sind zurückhaltend, Kontakt tun sie scheuchen und auf eine Art ist es richtig, aber auch auf der Straße sieht man so, das ist niemand. Also, es sind viele Leute daheim, von dem her ist es gut für mich, weil sie immer schauen, wie kann ich Blumen anstellen, den Nachbarn oder so. Und man sieht schon, dass es eine Krise ist hier im Moment. So sind auch auf der heutigen Tour die meisten Leute zuhause und können die Blumen entgegennehmen. Und bei denen, die niemand die Tür auftut, findet der Urs Mundwiler immer ein gutes und sicheres Plätzchen. In der Gärtnerei selber hat der Inhaber André Bühler ebenfalls umgestellt. Wir haben einen Abholservice, wo wir klar abgrenzen, wo die Kunden können das Zeug holen können. Dürfen einfach immer nur eine Person reinkommen. Vorher haben wir ein Band. Das Geld lassen sie mir in den Briefkasten sauber angeschrieben. Das klappt eigentlich wunderbar. Nachher haben wir einen Gratis-Lieferdienst, wo wir Blumensträuße bringen. Hier einfach in der Region Rotrist, wo wir Erde bringen, Dünger und ganz viele Pflanzen. Das Angebot von der Gärtnerei Bühler stößt bei den Kunden auf Begeisterung. Und dementsprechend viele Blumen gehen jetzt raus. So viel, dass der andere Bühler extra neue Leute eingestellt hat. Ich habe zusätzlich Leute, Kollegen, Freunde, die mir helfen können. Jemand ein Logistik, jemand, der das Telefon abnimmt, habe ich jetzt gestern. Und da bin ich wirklich froh, weil da kann ich auch wieder mal etwas arbeiten. Die Arbeit beim Blumenhaus Viola und in der Gärtnerei Bühler zu Rotrist geht also trotz Corona-Krise weiter. Und die Leute dürfen sich auch in der nächsten Woche auf frische, farbige Blumen freuen. Sagst du einen Gruss, gell? Ja.